selber denken, das Wort an Herrn Bär weitergeben. Bitte, Christian. Das war der Höhepunkt, kannst du gleich zurück hier. Also, mich freut es natürlich wieder, dass so viele mit der Einheit Tafel da sind und alle anderen auch. Und einfach wunderbar, dass ihr so mutig seid, weil mittlerweile braucht es wirklich Mut zum Anstehen. Danke dafür. Also, wir von der Einheit, Einheit.at, mittlerweile, letzte Woche waren es noch viel weniger, mittlerweile sind wir über 5000 Unternehmer in ganz Österreich. Immer dazu gesagt, unabhängig, unparteiisch, geimpft, ungeimpft, ist uns völlig egal. Und natürlich keine Corona-Leugner, man muss es mittlerweile leider sagen. Es ist nicht selbstverständlich. Brave Steuerzahler, Unternehmer und keine Unterlasser. Und die Einheit steht für Folgendes: als das Gemeinsame gegen die Spaltung und gegen die unsägliche Sündenpolitik, Sündenbockpolitik. Wie es gerade sieht, dass ein Ungeimpfter schuld sein soll, das ist für uns unverständlich und das erinnert uns an so manche komische Situationen in der Vergangenheit, wo bester die Juden schuld sein sollen, weil sie die Brunnen vergiftet haben oder weil man Frauen verbrennt hat, weil sie gemeint, sie seien Hexer. Diese einfache Sündenbockpolitik, diese einfache Lösungen funktionieren in einer komplizierten Welt nicht. Es ist ein kleines komplizierter und tiefgründiger. Und darum möchte man nicht in Gut und Böse teilen, darum möchte man nicht in solidarisch oder egoistisch teilen. Wir wollen diese Spaltung in der Gesellschaft nicht, in der Firma nicht und daheim nicht. Also im Vorarlberg, ich frage mich gleich, im Vorarlberg sind es mittlerweile auch schon 1300 Unternehmen. Aber Oberösterreich holt schwer auf, also wir müssen draufhauen, dass wir die Spitze noch beibehalten können. Für was stehen wir noch? Für eine freie Impfentscheidung. Wer die Pressekonferenz angelost hat, fragt man sich schon manchmal, was geht da ab. Also keine Bevormundung, wir tragen die Konsequenz selber, kein Arzt, kein Gesundheitsminister, kein Bundeskanzler übernimmt diese Verantwortung. Wir müssen selber die Verantwortung übernehmen. Wir sind verantwortlich für unsere eigene Gesundheit und für unser Verhalten oder was wir tun oder nicht tun. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber für viele fragen sich natürlich, warum werden die Impfschäden nicht publik gemacht? Und warum sind fragwürdige Fälle, werden nicht obduziert? Warum macht man das nicht? Und für die Impfung gibt es auch ein paar Themen. Und warum man sich, wenn man sich nicht für die Impfung entscheidet, gibt es ja unterschiedliche Gründe, wie unterschiedlich wir Menschen halt sind. Aber manche, könnte es sein, formulieren wir es mal so, könnte es sein, dass es wegen einem experimentellen Impfstoff ist, dass man sich nicht impfen lassen will. Könnte es sein, dass das Ablaufdatum schon lange überschritten ist? Könnte es sein, dass der Impfstoff für die Delta-Variante entwickelt wurde und wir jetzt schon lange die Omikron-Variante haben? Und es gibt ganz, ganz viele persönliche Gründe und die sind zu akzeptieren in der Demokratie. Dann haben wir uns ein bisschen stark gemacht für diese ausgeschlossenen Menschen. Seit am 8. November ist eine Gruppe von Österreichern von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Unvorstellbar!
es ist doch offensichtlich, dass das nicht der Grund ist, dass Sie nicht der Grund sind. Das ist doch, muss doch jedem klar sein. Und wir fordern eine Entschuldigung und eine Wiedergutmachung für diese weggesperrte Gruppe von Österreichern. Wer nicht begriffen hat, wie es der noch geht, dann empfehle eine ganz einfache Übung. Eine Woche lang. Kein grüner Pass, kein Bescheid, dass man genesen ist und dann schauen wir mal, wie eine Woche durchkommen und dann verstanden vielleicht, wie es der noch geht. Wenn er fragen, wie es der Firma noch geht, ich glaube, das muss einem erzählen, das weiß jeder selber aus seinem eigenen Umfeld. Aber man muss wirklich dazu sagen, für die ungeimpften Mitarbeiter ist es de facto ein Arbeitsverbot. Sie können nicht als Verkäufer rausgehen, sie können nicht als Monteure rausgehen, sie können nicht als Inbetriebnahmetechniker gehen und als Servicepersonal auch nicht. De facto ein Arbeitsverbot. Und jetzt, wenn wir mal zu den ganzen Maßnahmen kommen und immer wieder gesagt wird, die Bettenbelegung ist der Maßstab oder die Maßgabe für die Maßnahmen. Dann frage ich mich als Unternehmer, wie ist es möglich, dass die Verantwortlichen in 2 Jahren nicht mehr Betten hergebracht haben? Nein, man hat Betten abgebaut. Und dann frage ich mich als Unternehmer, der immer gute Mitarbeiter braucht, wie ist es möglich, dass man impfskeptisches Personal aus dem Gesundheitssystem drängt, wenn man zu wenig Personal hat? Wenn das Personal nicht wertgeschätzt wird, wenn das Personal nicht gut bezahlt wird, wenn die organisatorischen Maßnahmen nicht verändert werden, dann glaube ich schon, dass es mir schwer tut, neue Mitarbeiter zu kriegen. Und wenn wir wissen, dass wir 50-80% der Hospitalisierung reduzieren können, wenn es daheim eine gute Betreuung gibt, wie kann es denn sein, dass eine Privatinitiative von einer Hotline, die überrannt wird, so massiv angegriffen wird von der eigenen Ärztekammer? Was soll denn das? In letzter Zeit sind doch einige Fragen auftaucht, immer wieder die Inzidenzzahlen, und wir wissen, eigentlich müssen wir die Kranken zählen. Und dann ist es auch wieder verwunderlich, dass 320.000 Tests, hat man vergessen, zum Impfpfleger. Und nachdem man sie impfpflegt hat, sind die positiver, aber nicht aufgegangen. Dann stellt sich die Frage, hat man die positiven Tests vorher schon eingepflegt? Und dann müssen wir uns doch auch fragen, das was man so vorgehabt hat, dass Spanien und Portugal und Gibraltar und Dänemark so gut in der Impfrate sind, wo standen die jetzt? Einfach mal ins Google hineingehen und mal schauen, wo die jetzt stand. Die sind nicht besser wie mir. Was, wo manche wirklich, wirklich einmal interessiert hat, weil wenn ich etwas mache, dann muss ich einmal vor Grund gehen und dann möchte ich doch endlich einmal wissen, und zwar von einer vertrauensvollen Stelle, hätte ich gern gewusst, wer bei uns ist an oder mit Corona im Spital, wer ist einmal geimpft und zwar gleich am nächsten Tag, nicht nach 3 Wochen, wer ist zweimal geimpft, wer ist dreimal geimpft, wer ist ungeimpft und wer ist genesen und welche Altersgruppe. Das sind doch die Basisdaten, die überhaupt noch braucht zum Maßnahmen ergreifen. Und bei momentan 31, die bei uns in den Spitälern sind, 31 insgesamt, wäre das doch nicht so eine schwierige Übung. Bei dem Druck,
was die Ungeimpften gemacht wird. Darum danke für euren Mut. Für den Druck, was auf die Ungeimpften gemacht wird, stellen sich manche für uns die Frage, ist es eventuell gewollt, dass es keine ungeimpfte Kontrollgruppe gibt in der Zukunft? Wenn alle geimpft sind, kann ich immer noch sagen, es wäre noch viel schwieriger gewesen, es wäre noch viel schwerer geworden. Wenn ich aber eine Gruppe ungeimpft habe, dann hätte ich eine Vergleichsgruppe und das wäre spannend. Also wir haben einfach gelernt, wir Unternehmen haben glaube ich gelernt, wir haben immer wieder Probleme, die wir lösen müssen, aber das Erste, was wir tun, ist, der Problem auf den Grund gehen und da muss ich wirklich schauen, dass ich möglichst nahe an die Realität reinkomme und dann schaue, welche Lösungsansätze hier, dann schauen wir mal, was macht der Mitbewerb, schauen wir, was machen Schweden, was machen andere Länder, was können wir von anderen Ländern lernen, ich habe das Gefühl mit uns nicht. Das letzte Mal schon gesagt, wenn es nur eine Lösung gibt, dann werden wir nervös, weil das gibt es nicht. Es gibt immer mehrere Lösungen. Und nur die Impfung kann nicht Lösung sein. Viele von euch und mir natürlich haben uns immer wieder gefragt, warum gibt es keinen offenen wissenschaftlichen Diskurs? Warum ist ein Dr. Martin Sprenger, an Dr. André Sönnigsen, an Professor Dr. Dr. Hadisch, an Dr. Christian Schubert, nie in der Diskussion. Warum nicht? So, und es gibt so viele mehr, die kritisch sehen, Wissenschaftler, Ärzte, die werden mehr oder weniger mundtot gemacht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo mir wirklich auch das Herz geht, wieder letztes Mal persönlich bekannt. Stellt euch das vor, ähnlich wie am Vorredner. Eine Mutter ist nicht geimpft. Der Vater ist dreifach geimpft. Die Mutter muss im Keller schlafen, weil der dreifach geimpfte Vater Angst hat, sich von der nicht geimpften Frau anzustecken. Ja, ist lustig, ist gar nicht lustig. Und das ist ein Ergebnis von der Mainstream-Presse, von der Mainstream-Propaganda. Das sind die Ergebnisse, das haben die zu verantworten. Ich bin gleich fertig, aber eines ist wirklich ganz wichtig. London ja nicht verführen, blieben friedlich, freundlich, aber konsequent. Ich werde das Gefühl immer mehr, die absichtlich Unruhe zum Stiften. Wo soll das alle führen? Lasst es nicht zu, dass es einen Ausnahmezustand gibt. Das wäre nicht das erste Mal, dass ein Ausnahmezustand in der Geschichte missbraucht wird. Freuen wir uns auf ein gemeinsames, freies Österreich. Wir müssen wieder die Ziele im Kopf haben und keine Angst. Und ein kleiner Spaß und ein kleiner Audio, so schwer, so weit. Freuen wir uns auf ein gemeinsames Österreich, ein voruneingenommene Pressevielfalt. Freuen wir uns auf ein besseres Gesundheitssystem. Freuen wir uns auf eine bessere Gesundheitsversorgung, auf ein besseres Schulsystem. Freuen wir uns auf eine bessere Demokratie und ein freieres Österreich. Und es liegt an uns und ums Schema.